Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Raro Modded Server. Ja, ich habe in letzter Zeit ja recht wenig Zeit gehabt, um überhaupt hier noch ein bisschen auszubauen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Erde, so viel ich gehabt habe, ein bisschen geerntet und ja, hier oben ist eigentlich das meiste passiert. Ich habe hier alles flach gemacht, hier war ja so ein kleiner Hügel noch und ein paar Kisten, die habe ich jetzt hier oben hingetan. Und ich habe so komische ja, Hochlandrinder bekommen, die. So könnt ihr hier drüber. Hallo, ihr seid viel zu fett. Mist. Ja, ich kann leider nicht so viel machen. Also. Kommt einfach wieder drauf. Komm. Nein, du musst auch rein. Du musst auch rein. Nein, ich wieder raus, kleines Baby. Ist das ein weibliches Wesen? Gibt's noch mal ein Baby? Das kleine Baby ist jetzt auch zu einem großen geworden. So, wie machen wir das? Ja, wir müssen das eigentlich so machen. Wir machen es hier. Die Dingerinde sollen kommen. Und das hat Durst. Ah, mein Vater ruft, der soll jetzt aufhören, aufstehen. Der soll einfach mal aufstehen und selber das machen. Ja. Komm jetzt. Dumme Kuh. Hallo? Bist du blind? Ja, genau, machen wir Fallgeschnetzeltes. Kommt jetzt bitte alle. Mann, es wird Nacht. Kommt alle rein. Wieso sind die so dumm? Also, wieso gehen die nicht mehr immer dem Weizen hinterher? Ah, weiß ich, wie ich ihn gefüttert habe, wahrscheinlich. Ja, das müssen wir fixen, aber zuerst muss ich mal schauen, ob ich einen Schleim habe. Wahrscheinlich nicht. Seil. Seil und Nägel, Seil. Lasse. Dann schauen wir doch mal, wie es heißt. Wie heißt das Teil schon wieder? Ah, Leine. Ja. Also. Leder. Okay, das ist zwei Leder. Haben wir Leder? Zwei Leder haben wir gleich. So. Ja. Machen wir das Zeug hier raus. So, was wir hier auch haben. Ja, dann müssen wir doppelt den. Das Problem ist, aber macht euch nicht kaputt, bitte. Seil. Faden. Alleine für den Trager. Das eins nach dem anderen hier runterlocken. Ja, genau. Ah, ist noch da. Was ist denn so schwer, einfach zu Hause zu bleiben, liebe Tiere? Eieieiei. Kann doch nicht sein. Aber Tiere haben immer ein KI-Problem. Monster eigentlich auch, aber die Monster wissen wenigstens den Weg. Zu mir. Aber die Tiere meistens nicht. Jetzt bitte nicht wieder drüber buggen oder sonst irgendwas. Ich muss wirklich eine Doppel. Ding machen, Doppelzaun Ding. Ja, machen wir das noch kurz. Wir haben genug Holz. Dschungel, Tropenholz. Ja, alles Tropenholz. So, direkt mal so wie immer.
Aber weil sie ein bisschen breiter sind, könnten wir hier immer eins so machen. Und so alles zu machen. Absperren. Die Sperrung. Oh Mann, ich muss auch treffen können. Schon wieder Nacht. Also wir haben gar nicht geschlafen, stimmt. Aber ja, aber dass wir einfach alles auch ein bisschen sicherer gemacht haben, sieht man. Es ist nur hier unter einem Baum, glaube ich, ein Monster gespawnt. Links. Irgendwo hier. Ah, ja, ist sowieso ein Enderman. Ah, es ist ein anderes Monster, okay. Hallo, spinnst du? Ich schau doch gar nicht zu dir. Hey, wenn du mich angreifst. Okay. Ist einfach so ein. Ja, ich habe Angst vor Licht. Problem. Naja. Ja, auch eins machen. Die Kleinen könnten auch abhauen, aber ja, gut. Hey Gott, was ist jetzt gerade mit meiner. Ja, die Konzentration hat. Ein kleines ist noch draußen, aber das können ja andere Leute dann nehmen. Bei Tierspawn leider nicht so oft. So, ich hoffe, dass jetzt keins mehr abhaut. Naja, das kleine können wir hier rein tun. Komm, Kalf. Ja, dafür müssen wir aber hier noch einen Weg drauf tun. Komm, schaffst du's? Ja, dann hast du auch trinken. Komm, ja, jetzt. Sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir das Zeug auch wieder. Jetzt, wie machen wir das, dass die nicht abhauen? Zauntore, hä? Ja. Minecraft gewöhnen wieder. Ja. Geht doch nicht so leicht, wie ich dachte. Geht nicht, ne? Wieso geht das nicht? Okay, dann lassen wir es. Dann sollen die Kleinen halt abhauen. Aber gut. Also, was machen wir jetzt? Wir brauchen einfach viel mehr Weizen, weil sonst verhungern die. Also ein bisschen Weizen ernten wieder. Ja, kein Weizenkorn, ne? So, wer möchte mit wem? Niemand. So, da habt ihr es. Dann schauen wir noch mal kurz, ob es noch mehr Weizen hat. Ja, irgendwo hat er noch mal. Ja, hier hat es auch kein Weizen. Okay. Nicht schlimm. Die Biomkristalle, Biomsensor, Biomglas. Stone. Ist leider nicht so interessant. Das ist einfach, dass die verschiedene Farben haben, je nach Biom. Der da. Void Ingot Speer. Obsidian Schwert. Seed. Okay. Obsidian Pickaxe. So, dann Beast. Beastmaster. Wie bei Last Epoch, cool. Leder. Feral Leder.
Rockfuhr, Kaninchenfell und Leder. Spanish Beast. Necromancer. Spinnenauge, Leder. Das können wir eigentlich bald herstellen. Dann können wir Necromancer werden. Hier haben wir noch das Eisen, das ich gefarmt habe letztens. Ich werde jetzt einfach hier unten alles gerade machen, also reinmalen, einbuddeln. Und oben drüber mache ich die Tiere und unten drunter mache ich die Bäume. Ja, hier ist ein richtig schönes Paradies. So, diese Bäume haben wir gepflanzt im letzten Part. Argoni. Und ja, jetzt gehen wir einfach ein bisschen erkunden. Wildbeeren sind super. Aber wir müssen noch ein paar mehr Wildbeeren anpflanzen. Okay. So. Ja. Dann Slash Warp. Und direkt mal noch den Waypoint, den wir vorbereitet haben. So. Genau. Ist jemand gestorben? Ist ein Tier gestorben? Ein Monster. Jo. Also, dann gehen wir mal. Es hat so viele Creeper hier. Die müssen wir mitnehmen. So, mit schwarze Tinte, ja. So, es leckt leider ein bisschen. Wir brauchen eigentlich keine Farbe. Also wir brauchen Grün, aber Grün gibt es nicht im Mesa. Deshalb nehmen wir das mal nicht mit. Aber wir könnten in eine Mine gehen, also in einen Stollen. Genau. So, was haben wir denn? Noch nicht lange. Ah ja, Kakteen brauchten wir. Endlich Kakteen. Sehr gut. Für die grüne Farbe. So, da halten wir schon die ersten Stollen. Schauen wir, dass wir nicht sterben. Ein paar Fackeln mitnehmen. Genau, das Gold mitnehmen. Sehr schön. Ja, Minecraft ist sehr anfordernd für mich, weil ich ja sehr, sehr müde bin am Abend manchmal. Wegen dem vielen, vielen Sport. Aber ich finde, es macht das auch irgendwie ein bisschen besser. Ich muss mich nur manchmal ein bisschen mehr konzentrieren als andere Leute. Weil ich schon echt heftig mein Gehirn gebraucht habe für verschiedene Abläufe von Bewegungen und so. Orange Keramik wäre eigentlich auch noch interessant. Ich nehme jetzt einfach diese Fäden mit. Okay, hier haben wir nichts mehr. Jetzt, wo wir mehr Essen haben können, kann ich auch mehr kämpfen. Das muss ich gar nicht so viel ausleuchten. Hallo? Oh, das ist ein schnelles, starkes, also zähes Skelett gewesen. Heftig. Irgendwie der Kampf macht viel mehr Spaß, weil er so ein bisschen overpowered ist. Das weiß ich, wieso es nicht so lustig war, in Vanilla zu kämpfen. Weil es einfach zu wenig anforderlich ist. Das Kampfsystem, also die Monster einfach zu schwach sind. In normalen Vanilla. Ich hatte ja sogar gegen den Witter eine gute Chance und so. Das war nicht im Draro-Server, es war damals im Bild-Server, aber ja, es
Es war nicht schwer, also für mich ist das Kampfsystem nicht schwer. Viele hatten ab 1.9, also 1.9, einfach Probleme mit dem Kampfsystem, was ich nicht hatte. Danke, aber ja, hättest du nicht machen müssen. Nee, Zombie. Creep. Eigentlich. Darauf habe ich gewartet. Eine Kiste mit meinem Loot. So, was gibt's hier? Eine zerbrochene Spitzhacke. Brille. Ja, die Sachen kann man irgendwie nicht so anpflanzen, man braucht etwas anderes. Dark Mushroom Seeds brauche ich nicht, die habe ich schon angepflanzt. Antlers könnte ich noch mitnehmen. Das ist eine zerbrochene Spitzhacke. Gibt einfach Bronzebahn. Jetzt nicht unbedingt, aber. Ja. Okay, ist auch Sackgasse. Lol, ich dachte schon. Hat einen Bogen und ein Schild, also ein Buckler. Schon heftig. Das ist cool. Jetzt haben wir ein bisschen zu tun, um die Sonne zu laufen. Sieht so stachelig aus. Okay, nichts mehr. Was ist das eigentlich? Sage? Okay, Sage haben wir noch. Duct Tape. Earthshard, kann man die irgendwie craften? Löwenherz. Chunk of Onyx. Thunderbird Pfeffer. Kann man auch irgendwie nichts kräften. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal der Häufigkeit nach. Das ist Leinherz eigentlich schon ziemlich zu häufig. Und deshalb lasse ich es hier. Okay, dann wären wir wieder fertig hier. Hätten wir noch irgendwo anders hier, glaube ich, links und hier geradeaus. Okay. Gold, hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Ja. An. Fluss eher. Sieht der cool aus. Ah, doch, ohne Zahn. War doch noch oben oder so? Keine Ahnung mehr. Noch ein Zombie. Hallo. Toll. Wieso habt ihr keine Knockback? Okay. Interesting. Oh, hier hätten wir rot. Okay, aber noch ein Minenwaggon. Eine Lore, genau.
Kürbiskerne. Nehmen wir mal. Nehmen wir nicht mit. Eigentlich brauchen wir keine Kürbisse. Ich glaube, wir haben zu Hause. Leeringot brauchen wir eigentlich auch nicht. Nehmen wir das mit. Und goldener Apfel, ja, komm, mit Feuerstein auswischen. Melonenkerne sollten wir auch noch mitnehmen. Okay, du steckst nicht. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Sagt wahrscheinlich wieder Nacht. Minecraft-Absturz. Gut. Natürlich ist Nacht. Guten Morgen, haben einen wunderschönen Tag, Drachenbauer. Tipp ist, alle Kisten immer voll. Jo. Kakteen wo wachsen lassen, hier zum Beispiel. Das sind gleich zwei Orte. Und dann können wir gleich das Boot dann mal plündern, also ja. Raiden. Und es in unsere Farben machen. Okay. Ja, okay, mal aber nicht viel mehr. Diese Feld hier immer so komisch. Deshalb spiele ich keinen Skyblock, weil die Objekte, also die gefarbten Sachen immer so irgendwo in die Pampa herumfliegen. Schlimm ist das. Sollen einfach liegen bleiben, die müssen gar nicht hüpfen. Einfach nur hinten liegen bleiben. Boah, sehr viele neue Sachen. Ah ja, genau. Melonen und Kürbiskerne. Die pflanzen sich am besten dort an. So. Und haben wir noch etwas anderes? Wir haben doch irgendwas noch gefunden. Ah, die Sage-Seeds. So, also Weizen hier auch und auf dieser Seite anpflanzen eher. Wir könnten Aubergine mal wegmachen. Sage-Seeds hier machen. Und die Aubergine machen wir jetzt dieses Mal. Hier. So. Okay. Dann gäbe es jetzt eigentlich noch, ja, gut, war das leider verloren.
Also, ich würde weiterhin eben hier aushöhlen, unten aushöhlen, oben drüber aushöhlen und Kühe züchten. Hä? Haben leider keinen Weizen mehr, haben wir oben Weizen. Ja. Pflanzen wir auch noch an. Was ist auch wieder leer? Machen wir noch einen unendlichen Brunnen hier. Ne? Runter müssen. Es wird zwar nicht so weit weg, aber ich werde es einfach auch haben. Hier oben. Das Hüpfen braucht halt sehr viel Hunger. Das war ich. So, also, bis zum nächsten Bad. Euer Drago-Basler. Tschüss. Das Schiff kommt dann nächstes Mal da. Tschüss.